Grüße. Ja, hallo, grüße Gott, der war das. Hallo. So. Ja. So schieß los. Die Fachtasche Busfahrt, Bustouristik, Scherzer hat beim Herrn Lehrer, Abgeordneten der CSU, Wirtschaftstourismus und Herrn Bareis, den Tourismusbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland. Für mich einmal die Frage heute, diese Demonstration heute, 1000 Busse sind da, es sind auch heute alle Busunternehmerverbände da. Wird die Problematik der Bustouristik der 4000 Mittelstandsbetriebe in Deutschland jetzt endlich gehört? Ja. Ja, soll ich was sagen? Ja, ja, ich glaube schon. Schauen Sie, wir haben jetzt heute den 27. Mai, wir hatten am Telefon schon drüber gesprochen, morgen beginnt eben Flixbus, die Ferntouristik, eben Fernbusse wieder fahren zu lassen, mit entsprechenden Hygienekonzepten, und wir hatten uns ja gestern im Reichstag schon mal ausgetauscht, mit einer entsprechenden Belüftung, mit einer Vertikalbelüftungsmöglichkeit ist es nach meinem Dafürhalten auch denkbar, dass wir eben mit hier auch Fernreisen in Bussen wieder ermöglicht, ähnlich wie es in Flugzeugen ist. Es muss halt sichergestellt sein, dass das Infektionsrisiko beherrschbar ist. Die erste Reihe in der Busfahrer frei, was in dem Hygienekonzept ist, überall eben hier Desinfektionsmittel, die Reinigung, was sie mir eben auch zugesichert haben, der Busse direkt eben nach Verlassen der Gäste und bevor jemand reingeht. Also all die Sachen müssten ermöglichen, dass wir mit vernünftigen Hygienekonzepten auch die Landesregierungen, die ja für die für das Infektionsschutzgesetz, für den Verzug zuständig sind, dazu bekommen, dass sie das auch wieder ermöglichen. Wir haben als Argument, in einem Reisebus weiß der Busunternehmer, welcher Gast wo sitzt. Die Daten kann er 14 Tage, 4 Wochen später noch nachreichen. Da im ÖPNV-Bus weiß ich nicht, wer 5 Minuten vorher da gesessen ist. Ich kann mir da alles holen. Ist nicht das Argument eigentlich für den Reisebus das Bessere? Ja, schauen Sie, ich bin heute früh mit der U-Bahn gefahren. Wenn in der U-Bahn 20-25% der Menschen noch nicht meine Maske aufsetzen, dann weiß ich nicht, welches Infektionsrisiko natürlich ich im ÖPNV habe. Allerdings bin ich natürlich im kurzen Zeitraum nur in dieser Exposition ausgesetzt. Ja, ja. Im Bus bin ich halt 2-3 Stunden, je nachdem wie weit das Reiseziel ist, vielleicht auch 4-5 Stunden unterwegs. Flixbus, wenn es von Berlin nach Würzburg in meine Heimat fährt, dann braucht es natürlich eben schon hier 5-6 Stunden, wo ich natürlich eben hier auch entsprechende Hygienekonzepte brauche. Ich bin bei Ihnen, ja, sage okay, in der ÖPNV haben Sie keine Nachverfolgbarkeit, im Reisegewerbe hätten Sie das. Also ja, von daher, ich glaube, das bringt uns dazu zu sagen, okay, das müsste jetzt zeitnah möglich sein. Wir können als Bund nicht die Länder verpflichten, eben aufzumachen, wir können nur appellieren, das auch zu ermöglichen. Wenn es in anderen Bereichen beim Luftverkehr möglich ist, soll es beim Bus genauso möglich sein. Ja. Wir sehen auch Forderungen, dass die Busunternehmer eine gewisse Soforthilfe benötigen. Also Geld für die ausgefallenen Tage, die man hat oder braucht, um überhaupt die Fahrzeuge wieder in Bewegung zu setzen. Gibt es da schon Summen? Wir sind dabei, ein weiteres Folgeprogramm zu machen. Für die Branchen, die nach dem 1. Juni erheblich quasi unter den Corona-Auswirkungen leiden. Das heißt also, wenn ich Umsatzeinbußen von über 60% habe, hat gestern eben auch der Wirtschaftsminister nochmal gesagt, wird derzeit ein Programm erarbeitet, dass man da die Fixkosten zumindest eben schon hier hat, dass man da bis zu 50.000 Euro pro Monat eben bis zu 49 Beschäftigten ganz konkret an einem Programm arbeitet, für die Branchen, die absehbar. Mhm. Das ist die ganze Reisegewerbebranche, das ist aber auch die ganze Schaustelle, das sind die ganzen Kongresse eben Bestücker, das sind die ganzen eben schon hier, alle die mit Großevents oder Konzerte, Konzertbetreiber, dass wir für die ein Programm machen. Das betrifft natürlich gerade eben schon hier die Busse sicherlich auch. Da gibt es eben schon hier weitere Soforthilfen sind es ja nicht, aber weitere Hilfspakete derzeit im Wirtschaftsministerium erarbeitet. Immerhin im Umfang von 25 Milliarden, allerdings branchenübergreifend. Das gilt natürlich nicht nur für die Reisebranche, sondern es gilt für alle Unternehmen, die ganz besonders lange und intensiv unter Corona leiden. Das waren schon Worte, die uns auch ein bisschen Mut machen. 25 Milliarden ist einmal ein Wort für die Reisebranche oder für die gesamte Reisebranche. Ich hoffe, dass da ein großer Teil auch im Busbereich landet. Ich bedanke mich fürs Gespräch und Ihre Zeit. Wir haben jetzt in wenigen Stunden, in 2-3 Stunden, haben wir eben schon hier Herrn Esser vom BDO bei uns in der Einzelanhörung dabei. Also wir sind in engem Kontakt mit Ihrem Problem. Und wir hoffen, dass wir es lösen können. Wir werden nicht alle Probleme lösen können, aber die größten und die schwierigsten Probleme müssen wir lösen. Deshalb haben Sie zu Recht von der Politik. Ich bedanke mich und viel Kraft. Alles Gute, Gottes Segen und gute Geschäfte jetzt. Hoffentlich. Ja, wir kriegen das wieder hin. Alles Gute. Ne? Danke, für Gott dabei. Danke. Tschüss, ja.